Du sozialdemokratische Partei? Ja, handicapierter Mitmensch. Meine Pflegerinnen sprechen immer von Qualität. Was bedeutet das eigentlich? Qualität bedeutet, dass etwas mit Qualitätsmanagement produziert worden ist. Und wie funktioniert Qualitätsmanagement? Man stellt eine Reihe von Richtlinien auf, die über Formulare überwacht werden und sicherstellen, dass ein Produkt oder eine Dienstleistung immer gleich bleibt. Immer gleich bleibt? Immer gleich bleibt. Dann kann sich aber auch nichts verbessern, oder? Haha, aber handicapierter Mitmensch, der Sozialstaat ist doch eine SP-Erfindung und die meisten Pflegerinnen und Pfleger sind links. Was von der SP kommt, kann man noch gar nicht verbessern. Schließlich sind wir die Gutinnen und Guten und kümmern uns um die Benachteiligtinnen und Benachteiligten. Warst du jemals selbst auf Pflege angewiesen? Nein. Und du meinst trotzdem besser zu wissen, was gut für mich ist als ich selbst? Yep, ich liege deswegen in meiner eigenen Scheiße. Wer Qualität will, muss Opfer bringen. Vielleicht will ich deine Qualität ja gar nicht. Ja, nee, das sagst du jetzt. Aber glaub mir, wenn wir nicht so penibel auf Qualität achten würden, würden sich plötzlich schlecht ausgebildete, unterbezahlte Leutinnen und Leute um dich kümmern. Das würde mich gar nicht stören. Die Putzfrauen im Heim sind sowieso viel netter zu mir als die Pflegerinnen. Die Putzfrauen wählen aber nicht SP. Dann geht es also nur um Arbeitsplätze für SP-Wählerinnen? Das ist doch absurd. Nein, das ist eben Qualität.